Hallo Leute, hier spricht Chris von Jetzt teste ich und heute befassen wir uns mal mit der YouTube-Partnerschaft für alle YouTuber, also auch für mich und für euch und einfach für alle. Ich habe dazu zwei Videos gesehen, die sind von Joe Cognito, also vom User Videoamt. Ich werde das mal kurz hier einblenden oder unten in der Beschreibung erwähnen. Und als ich die Videos gesehen habe, sind mir einige Vorteile und auch einige Nachteile eingefallen, die ich mal eben schnell aufgeschrieben habe und mit euch besprechen möchte. Ich würde gerne wissen, was ihr dazu sagt und natürlich auch, was der Joe dazu sagt. Denn die Vor- und Nachteile können natürlich viel bewegen. Ja, dann fangen wir mal direkt mit den Vorteilen an. Also erstens, als kleiner YouTuber hat man natürlich mehr Freiheit und fühlt sich mit einem Partner gleichwertig. Durch die Features ist natürlich klar, das finde ich auch gut, das kann auch so bleiben. Aber da gibt es auch einen Nachteil, den ich später ansprechen möchte. Dann kommen wir auch gleich zu zweitens. Man kann definitiv professioneller starten und seine Videos besser verbreiten. Ist natürlich klar, durch diese Thumbnails wird man sicherlich da einige Klicks mehr bekommen. Es macht aber auch nur Sinn, wenn das Video auch gut ist. Ansonsten kann man das eigentlich auch gleich lassen. Ja, durch diese guten Thumbnails sind wir gleich bei drittens. Bekommt der kleine YouTuber mehr Aufmerksamkeit? Es liegt daran, dass viele YouTuber einfach auf diese lockenden Thumbnails klicken und das wird dann bei den kleinen YouTubern sicherlich dann sich steigern. Aber da gibt es auch einen Nachteil, den ich dann gleich wieder besprechen möchte. Ja, das wären meine kurzen Vorteile. Dann zu den Nachteilen sind wir bei viertens. Man muss sich weniger arbeiten, wenn man schon diese ganzen Features hat. Der Joe hat ja erzählt, dass er diesen Banner oben unbedingt haben wollte und dadurch hat er sich wohl selbst motiviert und viele andere auch. Und wenn das alles wegfällt, dann kann auch die Motivation fallen, aber das müssen wir mal sehen. Dann zu fünftens, durch diese ganzen Thumbnails sieht nachher die rechte YouTube-Seite, wenn man ein Video geschaut hat, natürlich gleich aus und ja, man kann diese Partnervideos nicht unbedingt von diesen nicht ganz Partnervideos unterscheiden, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also ich sehe es als Nachteil, weil dann einfach alles gleich aussieht und man sich erstmal durchklicken muss, bevor man dann wirklich einen guten Partner gefunden hat, falls die anderen dann nicht so gut sind. Aber wie gesagt, das müssen wir sehen. Dann sind wir bei sechstens. Ich finde den Shop einfach total sinnlos, da man als kleiner YouTuber da nicht viel verkaufen kann oder gar nichts verkaufen wird. Aber Joe sagt auch, das rentiert sich momentan in Europa nicht. Deswegen kann man sich da keine Sorgen machen. Aber falls doch, ist es halt sinnlos und viele YouTuber neigen ja dazu oder viele kleine YouTuber neigen dazu, dann halt Werbung in den Videos zu machen. Und das wird einfach stören. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Es wird so sein. Ja, dann sind wir bei sieben. Bei siebtens. Da nehmen wir uns mal die großen YouTuber vor. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich ein wenig zurückgesetzt fühlen, da sie sich alles erarbeiten mussten. Und der kleine YouTuber halt nicht. Vielleicht bekommt es ja so geschenkt. Aber Joe meinte ja, dass nicht alle Partner jetzt gleichgestellt sind, sondern die richtigen Partner mit ihren 1000 Abonnenten, die sie, glaube ich, haben müssen, haben ja noch einige Vorteile mehr. Deswegen kann es ja noch so halten. Ja, jetzt sind wir bei Punkt 8. Ich kann mir vorstellen, als großer YouTuber, ich bin jetzt großer YouTuber, habe 20.000 Abonnenten, dass der Konkurrenzdruck ein wenig steigt, dadurch, dass die Leute, also die kleinen YouTuber, ihre Videos durch bessere Thumbnails promoten können. Und ja, denn es ist ja so, wenn ihr auf der rechten Seite schaut, dann klickt ihr sicherlich öfter auf ein schönes Thumbnail als auf so ein normales Bild. Und ja, so können wohl kleine YouTuber mit gutem Inhalt sich dort schnell hochsteigern. Ich persönlich bin natürlich für diese Features. Es liegt daran, dass ich natürlich ein kleiner YouTuber bin, wie viele von euch auch. Und ich freue mich dort. Joe sieht das Ganze wohl ein bisschen anders. Also laut seiner Stimmlage habe ich da rausgehört, dass er das wohl nicht unbedingt so gut findet. Aber ich kann mich auch irren. Ja, ich würde gerne wissen, was ihr dazu sagt und falls der Joe sich das anschaut, auch was der Joe dazu sagt und das eventuell aufnimmt. Und ich bin mal gespannt, wann das alles eingeführt wird. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Video.